Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte von Thüringen. Wir werden jetzt mit dem Haus erkommen. Wir brauchen Geld für unsere neuen Hallen. Dazu müssen wir erstmal Lego einstellen. Wir haben keine Bar mehr. Wir haben jetzt 3 Uhr im Spiel. Das System braucht ein bisschen was und garantiert, dass es wieder nicht geht. Ja, wie gesagt, geht nicht. Jo. Ein paar Sekündchen warten. Und sobald ich mich mit der Maus bewegen kann, Blenkung. Ups, geht. Machen wir kurz fest. Irgendwo noch ein bisschen Holz liegen. Links. Wir fahren noch unter. So. Den Aufladepunkt nach hinten verschieben. So, das O klappt auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich sage ja, dann wollen wir mal gucken. Aber scheint ein bisschen weit weg zu sein. Das ist natürlich alles da ein, wo es nicht hin soll. Dann rollen wir noch ein Stück hin. Etliche Balken, die hier rumliegen, hier. Dick und dünn. Ja. Das ist jetzt etwas ungünstig. Ganz runter kommen wir hier, ja, da wird nichts. Geht gerade so. Jetzt fahren wir zum Sägewerk. Ein bisschen Geld verdienen, dass wir noch eine Halle gebaut kriegen. Und Terraforming. Oder eine macht Probleme. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Kommt ja kein KI-Verkehr. Ich befürchte die Birne für Casino wieder. Wie er zuerst, ne? Wenn man es nicht braucht, ist er gleich vergessen. Wenn ich daran denke, morgen früh 3:30 aufstehen, ich glaube ich. Oh Mann. Das wird eine Katastrophe.
kam zwar hoch, aber wie gesagt, wie geredet, ne? Dann brauche ich morgen einen starken Kaffee. Schön, wenn die Karte mal ein Update kriegen würde. Nicht wegen der Pappeln oder so, das ist mir egal. Hat er nur einige schmackhaft gemacht, aber er alles ändern will. Auch mit Seasons. Da wäre das schon schön, wenn man das alles auch mal kommt, ne? Man muss mal daran bedenken, dass die Modder alles in ihrer Freizeit machen. Gut, haben wir es geklingt. Bei Produktion ist mir im Grunde nicht so wichtig. Gut, wenn ich für mich allein Dünger herstellen kann und so, das ist ja noch nicht mal das. Das ist die Allig nicht mein Ziel. In erster Linie will ich ja Landwirt sein und keine Betriebe betreiben. Industrie 4.0 will heute was zu alle schreiben. Alles vollautomatisch. Das ist in meinen Augen ein bisschen realitätsfern. Also soll zumindest einer vor Ort sein, der die Anlagen überwacht. Sonst kommt dauernd Errors. Machen wir erstmal die Halle weiter. Ja. Bisschen Geld haben wir ja, ne? So, zweite Halle wollte ich mir hinstellen. Neben der jetzigen. Das müsste eigentlich funktionieren. Hier genau daneben. Da ist hier nur Dekoration, das kann es ja auch nicht sein. Und zwar genau. Parallel. Möglichst parallel und dann um möglichst gleichen Abstand. Obwohl ich mir da nicht so einscheiße. Aber ein bisschen. Ja, jetzt geht's ungefähr. Ja, Hauptsache der Traktor ist nicht fest, ne? Also so ungefähr stellen wir das vor. Ja. Beziehungsweise nicht. Aber gut. Da! Eingewachsen. Mal schauen, wie wieder rauskommt. Oh. Er war doch ein Betonier. So ist ein bisschen Ordnung im System. So. Dazu nehmen wir die anderen Maschinen, die ich eigentlich da oben stehen habe. Und ein bisschen Ordnung kriegen hier im Verein. Das Gras ein bisschen wegnehmen und ein bisschen angleichen, das ist kein Thema, das muss man auch machen. Aber erstmal schon ein bisschen System, ne? Also Richtung, dass wir das passt auch genau runter.
Der zweite Drescher ist beim Händler. Unseren Kommunaldrescher. Orange. Ja, das Geld reicht nicht. Aber ja, wenn wir das Glück noch nicht machen würden, ne? Kredit. Nehmen wir Darlehen auf. Wir sind ja. Oh. Wir kriegen keinen. Naja, gut. Hat sich die Frage immer erledigt. Das heißt, die nächste Ernte muss ein bisschen abfallen, ne? Ah, das wird schon werden. Dann heißt das der nächste Schuldenabbau. Oh mein Gott. Ja. Fahren wir die Innensicht ein bisschen besser zu sehen. Gibt es die Ende, da können wir mit dem Gas gehen, ne? Wenn er könnte. Aber die Maschine ist auf Kraft getrimmt. Damit ist es ein bisschen langsamer als zu schnell. Etliche Bäume fällen, mit 3 Millionen zu bezahlen wollen. Aber im Grunde ist das, könnte man die Bäume ja pflanzen. Es ändern sich nur die Gebäude, die jetzt schon da sind. Und da greife ich ja sowieso nicht rein. Da können wir theoretisch das Ding kaufen und die Bäume entsprechend pflanzen. Können wir auch fräsen. Tut mir leid, dass wir es mit mehreren Folgen fräsen müssen. Naja, übertrieben. Wir werden sicherlich morgen düngen. Zwei Felder. Plus die 38. Ein Stück Wiese. Sonnenblumen. Das wäre was geworden. Spätestens bei der ersten, wenn die erste das Grün rauskommt, hätte man einen Unterschied erkannt. Dann wäre es bestimmt zu spät. Weil gut, man kann heute nur nachsehen, das kann man machen, sicherlich, aber ob dennoch zu reif wird, denn gerade letztes Tag ist der Regen und dann hast du Probleme. Müsste eigentlich noch mehr Felder kaufen. Jetzt habe ich schon zwei schöne Hallen. Wir müssen weiter Holz verkaufen, das werden wir das nächste machen. Aber wir haben schon viele Maschinen, muss man dazu sagen. Also traktorenmäßig haben wir ganz gut da, stehen wir ganz gut da. Dreschertechnik, Getreide und so, auch ganz gut. LKWs haben wir auch zwei. Entsprechende Ladeanhänger und so. Kann man nicht meckern. Nicht wieder aus. Das vergesse ich garantiert nicht wieder zu machen.
So, dann haben wir was gucken, wo das Schneidwerk ist. Dann müssen wir da rückwärts rein. Bei Unkrautspritzen müssen wir dann auch noch entfernen. Dann schauen wir, ob wir einen freien Traktor haben. Jetzt haben wir zwar ein grünes Schneidwerk, aber das macht nichts. Das können wir notfalls auch noch umrüsten. Das wäre nicht das Problem. Beim nächsten Mal Reparatur wird es umgerüstet in Orange. Na, was sagst du denn? Gut. Das ist ja schon dir, der ist schon in der Garage. Das ist der mechanische Traktor. Immer ein bisschen waschen und dann hab ich das. Sieht mir böse aus. Ja, sieht schon böse aus, ne? Naja, wird auch viel Arbeit geleistet, ne? So, ab in die Halle. Nur zur Deko. Quatsch. Kann man noch nutzen, ne? Und spätestens, wenn die Ernte eingefahren ist, jetzt haben wir das Frühling spät. Ja, Sommer in Mitte ist bestimmt die Erde reif oder Sommer spät. Dann müssen wir schauen, ob wir das entsprechend noch Gras reinkriegen nochmal. Düngerstreuer im Raum noch. Der LKW. Holz. Sieht der aus? Mutzig oder sauber? Hm. Auch wasserbedürftig. Ein bisschen Sauberkeit hinbekommen. Und da ist ein gelbes Gewicht für. Jetzt kann ich mir noch einen zweiten Flug brauchen. Aber schauen wir mal, ne? Ein paar Ladungen Holz verkauft bekommen. Ein paar Bäume können wir noch fällen. Ja. So, liebe Freunde und Landwirte, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Oops.
weiter nach Norden gefahren. Würde mich freuen auf ein Wiedersehen morgen zur selben Zeit. Fragen, Anregungen, Kritik immer gerne gesehen. Immer reinschreiben in die Kommentare. Aber jetzt geh nicht hoch. Der ist so Urlaubskurs, der macht das nicht voll. Der macht noch nichts. Den kriegen wir noch rein hier. Eine gute Halle. Ja genau, dann sagt mal tschüss. Bis dann, bis morgen vielleicht. Ne? Ciao, ciao.